Die drei kommen aus Würzburg, Köln und Nürnberg. Man merkt gleich auf den ersten Blick, dass dieses Trio zum ersten Mal hier ist. Aber sie wollen es gleich richtig wissen. Also ich habe auf jeden Fall vor, es richtig krachen zu lassen mit meinen Freunden heute. Und da gehen ganz schön viele Maß, glaube ich. Die Wiesn-Dubitanten bestehen aus Mike, 38, passionierter Designer, immer für einen Spaß und auch ein Bier zu haben. Markus, 21, Eventfotograf und seit 4 Wochen Single. Und Erik, 22, ein Übergrößenmodel, das normalerweise lieber Prosecco als Bier trinkt. Auf zum Hofbräuzelt, das größte seiner Art mit rund 10.000 Sitzplätzen. Tag für Tag gehen hier 35.000 Liter Bier über die Theke. Schon nachmittags um 2 geht es hier richtig ab. Mittendrin die drei Freunde, die auch Gas geben wollen und gleich ihre erste Maß bestellen. Was sie nicht wissen, die Bedienung hat das Bier gerade an dieser Schenke geholt. Jeder Tropfen, der für unsere Kandidaten heute gezapft wird, kommt aus diesem Fass, dem kleinen, nicht dem großen. Und in dem kleinen ist nur alkoholfreies Bier. Bedienungen und Schankkellner sind eingeweiht. Wir wollen herausfinden, ob sich die drei ahnungslosen Oktoberfest-Neulinge trotzdem von der ausgelassenen Stimmung im Bierzelt anstecken lassen. Werden sie sich sogar betrunken fühlen? Die erste Runde alkoholfrei und los geht's. Es waren auf jeden Fall noch richtig viele Maß, um die Stimmung hier auch aufzufangen und mitzumachen. Einfach, da müssen noch 3, 4 folgen. Noch 3, 4 Maß? Ob die drei Freunde das wohl packen? Im Festzelt ist inzwischen schon richtig Stimmung. An den anderen Tischen fließt der Alkohol in Strömen. Und bei unseren Kandidaten? Der erste Liter ist schon weg. Also gibt's gleich Nachschub. Den zweiten Liter Bier. Damit der nicht zu sehr reinhaut, hat Mike sogar schon eine Strategie entwickelt. Ja, wir müssen jetzt etwas langsam machen, damit wir die anderen Maße nachher auch noch schaffen. Aber es geht noch ganz gut alles. Ein Prosit der Gemütlichkeit nach dem anderen. Und weil man ja schon bei der zweiten Runde ist, werden die drei schon sichtlich lockerer. Scheint gar keine Rolle zu spielen, dass sie in Wirklichkeit stocknüchtern sind. Mike und Markus tanzen schon auf der Bierbank. Und ein paar Minuten später sitzt Erik plötzlich mit Wasser und einem Energydrink da, vorsichtshalber. Ja, ich bin jetzt ein bisschen auf Wasser umgestiegen. Einfach mal so ein bisschen runterspülen von dem Bier. Sollen ja noch ein paar Maß reinpassen und nicht, dass die beiden mich noch überholen. Währenddessen heizt sich die Stimmung im Festzelt so richtig auf. Die Menge grölt und feiert und es wird nicht nur getrunken, sondern auch geflirtet, was das Zeug hält. Markus, Erik und Mike haben die zweite alkoholfreie Maß geleert und zumindest zwei von ihnen sind in bester Flirtlaune. Ich wollte nur wissen mit der Schleife. Da gibt es doch, wenn die links ist oder wenn die rechts ist, oder? Anscheinend, ja. Das Anwenden war ein bisschen lockerer auf alle Fälle. Vielleicht hat die zwei Maß wirklich dazu beigetragen, dass man da halt nicht mehr so verklemmt an die ganze Sache rangeht. Auch Markus ist heute ganz enthemmt und kann ganz locker mit fremden Mädels flirten. Trotz völliger Nüchternheit wirkt er jetzt wie ein ganz normaler Oktoberfestbesucher. Er hat sich sehr betrunken angestellt, weil er sehr nach unten geguckt hat, mehr so. Wenn man nicht so betrunken ist, schaut man mehr so nach oben. Ist so. Zurück ins Zelt. Hier geht's inzwischen richtig zur Sache. Die wohl einzig Nüchternen hier drin sind unsere drei Wiesn-Neulinge. Aber die benehmen sich tatsächlich alles andere als nüchtern. Sozusagen ein eingebildeter Alkoholpegel. Mir geht's noch recht gut, aber ich merke die dritte Mal schon sehr, sehr deutlich. Und deshalb geht's gleich weiter mit der nächsten Runde. Das alkoholfreie Bier scheint den Kandidaten wirklich zu schmecken. Es ist 20 Uhr, viele der Gäste trinken hier seit morgens um 11. Dementsprechend ist der Zustand der Besucher. Die drei, die völlig unwissend an unserem Experiment teilnehmen, wirken nach außen hin auch nicht anders. Und das, obwohl sie keinen Tropfen Alkohol im Blut haben. Nach 6 Stunden Bierzelt und jeweils 4 Maß Intus wird es Zeit für das Alkoholmessgerät. Wie ist die Selbsteinschätzung? Was glauben die Jungs wohl, wie viel Promille sie im Blut haben? Also ich glaube, langsam schätze ich schon so 1,1 Promille vielleicht. Ich denke, dass ich zwischen 1 und 1,2 Promille haben werde. Jetzt muss gepustet werden, was das Zeug hält. Gar nicht so einfach mit einem eingebildeten Vollrausch. Nur die Technik lässt sich nicht täuschen. Ihr habt alle 0,0 Promille. Hahaha, nicht nach 3 Maß, oder? Es waren eigentlich sogar 4 Maß. Wie soll das zustande kommen? 0,0? Glaubst du, dass ihr 0,0 Promille habt? Nein, rein logisch nicht.
Doch, so ist das. Ihr habt den ganzen Tag nur alkoholfrei getrunken. Man hat's nicht gemerkt. Überhaupt gar nicht? Nee, überhaupt nicht. Ne? Und man hat's ja auch gesehen bei den Tests. Die haben ja eigentlich auch, also bei mir ging ja der Test daneben letztendlich mit dem Laufen. Ne? Ich bin echt überrascht. Ich denke, das ist diese Stimmung hier einfach. Das ist dieser Massendrang, sag ich einfach mal, dass man doch irgendwann mal so in die gute Laune überschwappt, egal ob mit Alkohol oder ohne. Und bei der guten Stimmung genießen die drei noch ein letztes Bier. Ausnahmsweise sogar eins mit Alkohol.